Ich halte ihn für einen der größten Menschen unserer Zeit. Seinesgleichen gibt es in jedem Jahrhundert nur einmal. Sein Name wird in der Geschichte weiterleben. Er wird lebendig bleiben in den Annalen des Krieges und in den Legenden Arabiens. Ein Türke? Bedu! Papas! Wie ist dein Name? Mein Name ist für meine Freunde da. Unter meinen Freunden ist kein Mörder. Über ein Vierteljahrhundert hat es heftige Meinungsverschiedenheiten über die Persönlichkeit T.E. Lawrence gegeben. Kein Mensch unserer Zeit hat zugleich so viel Lob und so viel Kritik gefunden. Lawrence von Arabien, der Mann zwischen zwei Welten. Lawrence von Arabien, gedreht vor einem Hintergrund von überwältigender Schönheit. Lieutenant Lawrence ist nicht Ihr militärischer Berater, Sir. Aber ich würde gerne seine Meinung hören. Fürst Faesar. Zum Donnerwetter, Lawrence, von wem erhalten Sie Ihre Befehle? Von Fürst Faesar. In Faesars Zelt. Die Geburt eines neuen Stars. Peter O'Toole als Lawrence von Arabien. Wie war er wirklich, dieser umstrittene Mann, der schon zu seinen Lebzeiten zur Legende wurde? Er war der ungewöhnlichste Mensch, den ich je gekannt habe. Er war ein überragender Mensch. Er war ein Dichter, ein Gelehrter und ein bedeutender Feldherr. Außerdem bin ich nie einem Menschen begegnet, der so penetrant von sich überzeugt war. Was versprechen sich diese Leute Ihrer Meinung nach von diesem Krieg? Sie versprechen sich Ihre Freiheit. Die kommt und geht jeden Augenblick. Sie werden sie bekommen, Mr. Bentley. Ich werde sie Ihnen geben. Lawrence und Arabien. Gemeinsam haben sie Geschichte gemacht. Und nun enthüllt ein Aufgebot internationaler Stars das Geheimnis dieses Mannes. Alec Guinness als Fürst Faesar. Die Engländer haben auf öde Landstriche immer großen Appetit. Ich fürchte, sie haben Appetit auf Arabien. Anthony Quinn als Auda Abu Tai. Ich habe 23 Wunden davon getragen aus unzähligen Kämpfen. 75 Männer habe ich mit meinen eigenen Händen getötet, im Kampf. Ich schlage alle Feinde und verbrenne ihre Zelte. Ich nehme ihre Kamele und Herden. Die Türken bezahlen mich mit goldenen Schätzen und dennoch besitze ich nichts, weil ich der Quell bin, aus dem mein Volk schöpft. Jack Hawkins als General Allenby. Ich glaube, Ihr Name wird einmal in aller Munde sein, während man in einem Kriegsmuseum anfragen muss, wer Allenby war. Sie sind der außergewöhnlichste Mann, der mir je begegnet ist. Lassen Sie mich in Ruhe. Was? Lassen Sie mich in Ruhe. José Ferrer als türkischer Bey. Deine Haut ist sehr weiß. In weiteren Hauptrollen Anthony Quayle, Claude Rains, Arthur Kennedy, mit Omar Sharif als Ali und Peter O'Toole als Lawrence.